So, da sind wir wieder. Ja. Eine MV plus HV-Anlage. Aber warum denn beides? Weil wenn ich HV habe, dann kann ich doch einfach einen Transformator nehmen. Ich glaube, mal beides zu bauen, will fast nichts bringen. Aber ich würde mal einfach erstmal sagen, wir bauen erstmal eine MV-Anlage, weil MV können wir direkt verwenden, ne? Das heißt, wir bauen erstmal eine schöne Solaranlage aus MV. Und dann können wir die ja später, wenn wir denn genug Ressourcen haben, upgraden zu HV und dann halt noch den HV zu MV-Transformer dazwischen klatschen. Aber HV wird halt echt teuer. Echt teuer. Ich weiß halt nicht wie teuer, aber echt teuer. Wir können mal ganz kurz ein bisschen, wir können mal ganz kurz rechnen. Wir können mal ganz kurz ein bisschen rechnen. Ich komme mal ganz kurz ein bisschen rechnen. So. Wir machen mal hier meinen Fenstermodus. Danke. So, dann gehen wir mal. Nein. Bäh. So, Taschenrechner. Ach, mein guter Alter. Von Sharp. Wer braucht einen Lappen, wenn er T-Shirt hat? Und einen Pinsel. Ja, meine Gegend ist ultra staubig. Ihr braucht da. Egal was, packst du irgendwo hin auf den Schrank oder wisst ihr geil was und direkt nach 2 Tagen eingestaubt. Besonders gut bei schwarzen Laptops. Da kennst du den Staub direkt nach dem ersten Tag. Aha, mein guter alter Sharp-Taschenrechner. Der ist uralt, der ist von. Stand das hier nicht drauf? Auf jeden Fall ist er fast so alt wie ich. Oder sogar noch älter als ich, keine Ahnung. Irgendwann so 1990 rum wurde der gebaut. Ist auch egal. So, wir brauchen HV. Das heißt, wir brauchen. Ich mache erstmal nur die Rechnung für. Wir brauchen erstmal. Warte mal ganz kurz. Wir machen das mal anders, damit ich hier nicht komplett durcheinander komme. Dotierte Siliziumscheiben. Das heißt, wir brauchen dafür auf jeden Fall Siliziumscheiben. Gut, das geht eigentlich relativ. Ja, so geht es einfacher. Goldstaub haben wir auch noch massig. Das heißt, das sollte soweit eigentlich kein Problem sein. Dann überspringen wir den Schritt also mal, gehen wir direkt hier hin. So, für eine MV-Platte brauchen wir also. Ne, erstmal brauchen wir LV. Genau, erstmal brauchen wir LV. LV. Wir brauchen also für eine MV-Anlage brauchen wir mindestens 3 Niederspannungstransformatoren. Das sind also 5 mal Eisen plus 8 Eisen. Man kommt immer nur eine Spule raus. Achtmal Eisen. 13 mal Eisen. Das geht aber auch. Holy shit, Alter. So, ich muss mal erstmal ganz kurz zählen. Ich muss mal selber erstmal überschlagen. Also, wenn wir MV-Anlage bauen, dann würde ich mal sagen, wir bauen. Ich weiß halt nicht, wie viel Strom eine MV-Solarzelle liefert, ne? Also wenigstens 3. Das heißt, wir brauchen denn 9 mal LV
Und damit brauchen wir 27 Module. So, das heißt für 9 mal LV. Genau, LV brauchen wir Kohlenstoff. 2 mal Eisen. Weil brauche ich auch 2 denn? Plus 5 Eisen, also schon alleine 7. So, plus dann nochmal 8. Kommen wir auf 15 mal Eisen. Das heißt 15 mal Eisen. 15 mal 9. Ja, gut. Das könnte man, das sind zwar immerhin für 135, aber kann man, ne? Das kann man schon machen. Kupfer, da weiß ich gerade nicht. Aus einem Kupfer bekommt man, glaube ich, 2 Spulen. Das heißt, für einen Transformator bräuchten wir gerade mal 4 mal Kupfer. Also das wäre kein Problem. 4 mal Kupfer für 9 Module. Obwohl, 4 mal Kupfer sind auch immerhin 36 mal Kupfer, ne? Also. Doch, ist richtig. Ah ne, ist doch falsch. Guck mal, wird ein K geschrieben. Ich denke zu viel in Englischen. So, das hier wird aber dann eher teurer, weil da brauchen wir dotiertes Eisen, da brauchen wir 81 mal Goldstaub. Dann brauchen wir 162 mal Kohlestaub. Also gut, Sand ist geschenkt. Sand ist definitiv kein Problem. Kleber sollten wir auch noch haben. Ist das normale Kleber oder? Genau, das sogar. Okay, ich glaube, der erste Schritt in unserem Let's Play ist erstmal Fehler finden. Liegt sie ja jetzt wieder an der Tiermod, weil da, wo ich jetzt gerade bin, habe ich keine großen Kisten. Also es muss ja an der Tiermod liegen. Was jetzt? Genau, du kannst weg. So, mal jetzt gucken hier. Sehr schön. Du hast wieder die Tiermod. Ja, es ist also definitiv die Tiermod. Dass die schon wieder Probleme macht. Vor allem schon wieder dieses Kack-Position. Das hatten wir doch schon mal gehabt. Das ist natürlich dezent deprimierend. Mindtest. Aufs Redo. Kannst nicht mehr in Ruhe rechnen hier. So, Bug. Achso, ist ja eigentlich wieder. Bug in Mindtest 0. Code. Achso, ich brauche halt das hier. Viel Spaß damit. Hallo? Viel Spaß damit. So, Bug reported. Mal gucken. Ja. Gott, wir wollen auch noch auf die Tiere achten, Alter. Was macht ihr jetzt mit den Tieren?
Schmeiße ich die Mod erstmal runter. Weil der Fehler ist ja jetzt auf allem von meinem Server, ne? Hätte ich doch bloß nicht geupdatet. Das gibt eine Katastrophe. Gut, vielleicht hilfst du erstmal, wenn ich die Sichtweite runterstelle. So. So, Moment, gucken hier. Nein, nicht einmal verbinden. Okay, dann muss ich erstmal überall die Türmods runterschmeißen. Das kann ja heftig werden. Gut. Dann könnt ihr mal sehen, wie man sowas tunerweise macht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß der Sichtaufschnitt ist. Der müsste irgendwie. So, jetzt hier sollte man alles sehen können. Dazu geht man in die .mt-Datei rein. Ich mach das mal so hier. Von dem jeweiligen Server. Und jetzt gibt es hier irgendwo eine Mod, die heißt. Heiße. Wonach sortiert er das hier eigentlich? Da. So, da stellen wir einfach mal auf False. Was mache ich denn da? Da. So. Die anderen können jetzt auch noch alle auf False stellen, aber die werden sowieso nicht geladen, wenn Mobs nicht geladen ist. Von daher sollte es kein Problem sein. Speichern. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich guck mal sicherheitshalber noch mal ganz kurz, welche Version ich hier drauf habe. Also richtig. Mods. Mobs. Redo. Readme. Okay, ich habe hier noch die 5.1er Version drauf. Okay. Wie war es so, als wenn ich geupdatet hätte? Weil den Fehler gab es ja schon mal. Da hatte ich dann, der wurde dann gefixt und dann habe ich geupdatet. Releases 1. Okay. Normalerweise klatscht man da die Versionsnummern rein, aber dann halt nicht. So, hat der irgendwelche Tags? Da auch nicht. Schade. Dann machen wir es mal anders. Gucken wir mal hier in die Readme-Datei rein. 5.2 Add Mob Active Limit Setting. Das ist die Nummer auf Mouse und Game Default. No, remove. Mouse, Armor, Field, Show, Mouse. Ja. Werde ich erstmal gerade nicht schlau draus? Fixt er jetzt die Version 1.52 den Fehler oder wie jetzt? Das meinte das Forum ist schon wieder so unglaublich langsam. Stürzt bald wieder das Forum ab? Ist ja grauenhaft. So, hier ist 5.1, 5.1, 5.2, 5.1, 5.2. Added Mob Active Limit, remove, lalala, added Texture Mode to adding overlay texture. The usual code here. Hier steht erstmal nichts von einem Bugfix. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich diesen Bug reportet hatte, ob es danach oder davor war. Es müsste aber davor gewesen sein.
Ja, war davor. Na gut, ich update da einfach mal, dann gucken wir mal, ob es damit behoben ist. Gibt es hier einen offiziellen Download für die 1.52 oder nehme ich jetzt einfach die Git-Version? Ne, offiziellen Download gibt es nicht, dann nehme ich einfach die Git-Version. Zip. So, Moment, jetzt gucken hier. Jetzt öffne dich. Du da rein. Und dann einmal die Mod auf 1.7 updaten. Obs-Redo raus. Du rein. Mob-Redo raus, du rein. Mob-Redo raus, du rein. Ich müsste bald mal mit Simlinks arbeiten. Ich hatte schon überlegt, ob ich quasi für alle Server die gleichen Mod-Ordner nehme und auf den anderen Servern dann quasi immer halt, dann quasi immer Simlink zu dem einen Mod-Ordner nutze, da der Haupt-Mod-Ordner bei allen vier Servern der gleiche ist. Also quasi bei allen Servern außer meinem Mindclone-Server. Aber ja, so, da starten wir jetzt noch mal alle Server neu. Dann aktiviere ich die Mod direkt mal hier wieder. True. Und es ist gerade eh keiner on. Dann mache ich einfach mal alle Server neu starten. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Mein Test. So, also erstmal warten, bis die Server wieder hochgefahren sind. Dürfte ein bisschen dauern. Ach, Herr Minichen. Vor allem der Kreativserver dort braucht halt immer sehr lange, weil da halt sehr viele Mods drauf sind. Und gerade die ganzen Mods von Vanessa E zum Beispiel, die ganz mit diesen Paletten arbeiten, also die ganzen Farbblöcke und so, die ich das letzte vor kurzem hinzugefügt hatte, die verlangsamen den Start für den Server unerheblich, also nicht Quatsch, andersrum, erheblich. Spuckt doch jedes Mal haufenweise Warnungen aus, weil Vanessa E da irgendwelche Paletten benutzt, mit denen mein Test nicht so ganz legal klarkommt oder so. Weiß ich nicht. So, sehr schön, Server ist on. Dann sollte das so funktionieren. Wenn es funktioniert, sollte es jetzt funktionieren. Ansonsten ist der Bug halt immer noch da. So, also 28 mal Clear kriegen wir locker hin. Das nächste wäre dann Silber haben wir, okay, also auf die Sachen hier brauche ich mir keine Sorgen machen, die haben wir auf jeden Fall da. Kohlestoff brauchen wir nochmal. Und zwar zweimal pro Solaranlage. Das heißt,
Gut, 18 Mal ist auch ein Witz, ist also auch verkraftbar. Also das ist kein Problem und die Dinger. Gut, da sollte es eigentlich mit der MV-Anlage gar nicht so teuer werden. Sieht eigentlich relativ gut aus. Schreibe ich ihm hier nochmal an hier. So, Update to 1.2 and hope it works now. So. Mein Handy versteht sowieso immer keiner. ja, das ist geschenkt. Gut, wir probieren es einfach mal hier, ganz kurz. Also noch kein Absturz, sehr schön. Tiere? Hallo? Tiere? 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 Hier ist ein Tier. Okay, und kein Absturz? Kein Absturz? Kein Absturz? Darf ich dich schlagen? Oh, 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 oh. Oh, ich komm direkt. Los. Was? Man kann keine Wolle essen? Was ist denn hier los? Weg damit. Unnütz. Jürgen, ja. Gut, dann wissen wir jetzt also, was wir alles brauchen. Eine ganze Menge. Wir brauchen also fast 100, also das sollte man zusammenbekommen. Ja, also im Großen und Ganzen, es wird teuer, aber wir kriegen es auf jeden Fall zusammen. Wir müssen halt nur eine ganze Menge Eisen einschmelzen. Weil wie gesagt, das ist alles für eine MV-Anlage, für eine MV-Zelle. Die Sache ist, wir brauchen alleine für eine MV-Zelle. Ah, das stimmt gar nicht, für drei haben wir direkt gerechnet. Ja gut, doch, dann geht das. Das heißt, wir schmelzen einfach so viel Eisen ein, dass wir zwei Stacks Eisen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Wir haben, glaube ich, schon einen eingeschmolzenen Stack haben wir. Ich glaube, dann fangen wir nächste Folge wirklich damit an, erstmal die ganzen Materialien, die wir haben, komplett einzuschmelzen. Also außer, also das meiste immer einzuschmelzen und es dann als Blöcke zu lagern. Wie auch der Tipp hier kam. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt überhaupt schon geht. Wir machen nur Scheiße. Ach komm. Ich fange jetzt schon an. Und hoffe mal, dass der Server dabei nicht abschmiert. Hallo? Da. Ich hoffe mal, der Fehler ist jetzt gebackt. Taschenrechner brauchen wir nicht mehr. Holy moly. Holy moly. Ah. Es gibt nichts Besseres als Kaffee. Kaffee ist das Gesöff der Götter. So. Dann schauen wir mal. Leider ist unser Ding jetzt gerade ganz schön. Alter, vor allem diese ganze Uran-Scheiß halt, ne? Die muss da mal rein. Die Schippe können wir bearbeiten, bis sie tot ist. Braucht keiner so mehr. Die können wir auch mal reparieren, irgendwann mal. Dann lade ich jetzt erstmal ein bisschen Scheiße hier ab. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du und du auch. Du kommst da rein. Du auch. Also siehst du, Sand haben wir echt mehr als genug. Also da brauchen wir uns. Hä? Doch, richtig. Da brauchen wir uns echt keine Sorgen machen mit dem Sand. Wenn wir alle so viel hätten wie Sand und Erde. Das wär, oder Cobblestone, das wäre Träumchen. So. Dann schauen wir mal. Du kommst da mal nach da unten. Wir können auf jeden Fall. Also siehst du, so viel Kupfer haben wir nämlich gar nicht. Aber wie gesagt, so viel brauchen wir zum Glück auch nicht. Warum ist jetzt hier? Warum ist hier so? So, danke. Wir haben bereits. Nee, ist Bronze. Eingeschmolzenes Kupfer haben wir gar nicht mehr? Nö. Na gut, dann schmelzen wir mal hier so ein Stack ein. Schmelzen wir den auch noch ein. Dann können wir daraus nämlich Blöcke machen. Dann haben wir nur noch einen Stack, wobei das nicht passt.
Dann haben wir wieder ein Stack und Barren. Dann haben wir, da können wir letztendlich also auch auf drei Fächer raus. Klingt also gar nichts. Scheiß die Wand an. Was könnten wir kombinieren? Wir könnten zum Beispiel das ganze Gold hier. Alter, wie viel Gold habe ich? Ach, Mist. Ja, eben. Das ist, jetzt ist die Frage. Wenn wir... Oh, was ist denn hier los? Wenn wir Gold einschmelzen, dann verschwenden wir quasi die Hälfte. Weil solange wir dieses Rohmaterial haben, bekommen wir daraus ja beim Zerreiben, beim Schleifen, ja immer zwei. Also das Doppelte. Das heißt, so in der Rohmasse haben die Dinge halt einfach mal mehr Wert. Das ist dezent deprimierend gerade. Unsere kleine Kiste hier. Ah, wie süß. Hey, Minächen, das ist alles so unendlich kompliziert gerade. Scheiße. So, auf jeden Fall Stahl. Wir fangen einfach mal mit der LV-Anlage, mit der MV-Anlage an. Mit dem Einschmelzen müssen wir nochmal gucken, wie wir das am dünnsten machen. Vor allem, was wir hier mit den ganzen Talern machen. Können wir mit den Talern überhaupt irgendwas machen? Nee, gar nichts. Können wir direkt vergessen. Ich glaube, ich füge mal so ein Rezept hinzu, womit man die Taler wieder einschmelzen kann in Gold. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Nein, nein. Goldbarren wird zu Goldtaler. Muss man ganz kurz gucken, ob man dadurch... Was? Da kriegt man auch... Okay. Oh, Alter, wie viele Rezepte gibt es denn damit gerade? So. Okay, es sind also noch die ganzen Abwandlungen davon. Okay, das heißt, man bekommt einen Goldtaler nur durch einmal Gold. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, dass man aus dem Goldtaler auch wieder einmal Gold bekommen kann, hat man dadurch keinen unfairen Vorteil. Also kann man das nicht nutzen, um endlos Gold zu produzieren. Ich glaube, dann füge ich das mal hinzu, dann können wir nämlich die ganze Goldtaler hier mal alles komplett wegmachen. Oh, das kennst du auch. So, wir haben hier... ne, das ist wohl fahren. Goldstopp haben wir nochmal so... Alter. Warum haben wir von allen so viel? Oh mein Gott. So, wir brauchen auf jeden Fall Gold. Fuck, jetzt bin ich wieder im Vollbildmodus und kann damit mein Textdokument nicht aufrufen. Warum kann man bei MindTest... Das ist so eine Sache, die mich bei MindTest stört. Man kann, wenn MindTest im Vollbildmodus ist, kann man nicht einfach raustappen, wie bei Doom oder bei GTA oder bei jedem anderen normalen Spiel. Und man kann auch MindTest nicht mit Alt-F4 beenden im Vollbildmodus. Warum macht das MindTest so? Was haben die davon? Okay. Okay, verstehe ich voll und ganz. Bin ich voll dabei. Gut, dann müssen wir die Mob-Fredo-Mod doch mal deaktivieren. Dann hat das überhaupt gar nichts gebracht. Ist ein bisschen schade drum, aber was soll's. Ja. So, ich mache das aber nur bei meinem Kreativserver. Da schmeiße ich die Scheiße mal ganz kurz raus. Mobs, Redo, Mobs. Ja. Wir werden zwar jetzt so haufenweise Unknown Entities im rumschweben haben, aber ist mir gerade auch egal. False. Speichern. VNC. Dann werde ich die anderen Server erstmal komplett schlachten. Du kommst aus. Du kommst aus. Du kommst aus. Und du gehst mal kurz auf Vollbild. Und wirst ausschließlich ohne Mobredo mal neu gestartet. Ja, ich war schon wieder Mobredo. So, mal gucken, ob er das macht oder ob er jetzt streikt. Also hier, diese ganzen Sachen hier, das was ich meinte.
Das ist alles von dieser Moorblocks Mod. Und das ist nicht nur die, sondern auch diverse andere Mods, die mit dieser Farbpalette arbeiten von Vanessa E. Irgendwas, ja. Hat sie da gemacht, was da funktioniert, was aber meins jetzt nicht so mag. So. Okay, Thema schaltet durch. Auch ohne Mobfredo. Sehr schön. Ben. Gut, dann kann ich ja direkt doch wieder per SSH reingehen. Ach, scheiße, Alter, ich muss hier viel zu oft weg. Was ficken, ey, das ist so spannend, ey. Alles kacke. Jawohl. Genau. Was? Achso, ja, alles gut. Hier. Ja, auch wieder der gleiche Fehler. Okay. Hat er schon geantwortet? After the update to 1.42 still the same. Ach ja, diese Mobfredo-Mod. Die hatte auch damals, als ich zu Mainz 5 gewechselt hatte. Oder zu 5.2 gewechselt hatte. Also als ich damals den Update gemacht hatte, ein großes Update. War auch die Mobfredo-Mod die einzige Mod, die quergeschlagen hat. Und alles andere hat funktioniert. Also irgendwie ist das immer so mein Sorgenkind, ne? Diese Mobfredo-Mod, die. Da wird es einem nie langweilig. Da wird es einem echt nie langweilig. Jutchen. Jetzt hat er hier zumindest aktuelle Zeilenangaben, ne? Und noch nicht geantwortet. Was ein Hurensohn. Was? Ja, Jutta hat das jetzt erstmal mit dem Update überhaupt nichts gebracht. Schade eigentlich. Du kannst by the way mehr weg. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Was? Nein, so, ach komm weg. Bis dann.